Gestern Nacht bin ich aufgewacht und hab ganz klar gemerkt, so wie bisher, bis hierhin, kann es nun wirklich gar nicht mehr weitergehen. Wir machen die Erde kaputt, zerstören unseren Lebensgrund. Wir sind doch die Dümmsten auf der Welt. Wie kann das denn nur sein, dass wir in den Rhein Säure reinkippen und dann vernippen? Und wie kann es denn sein, dass wir hingehen und nur denken an Gewinnen, während dann in unseren Weltmeeren, in unserem Wasser, kranke, verseuchte Fische herumschwimmen? Mutter Erde, Mutter Erde, wir richten dich zugrunde, wir gehen selbst vor die Hunde. Mutter Erde, Mutter Erde, du hast das nicht verdient. Unsere Welt, die geht kaputt, weil der Mensch so bescheuert ist, dass er einfach nur an seinen Profit denkt. Und die nicht an Profit denken, rennen, rennen wie eine Ratte im Laufrad. Hin und her, ran, renn, renn. Und sie kommen nicht mehr weiter und sie werden immer ärmer und sie denken gar nicht mehr. Und dann läuft der ganze Prozess immer, immer weiter und die Menschheit fährt vor die Wand. Ha! Mutter Erde, Mutter Erde, Mutter Erde, es tut mir so leid. Unsere Welt geht zugrunde durch Hass, Ignoranz und Neid. Mutter Erde, wir sind so blöd und wir passen anscheinend gar nicht auf. Und darum gehen wir Menschen anscheinend und die Mutter Erde auch mit drauf. Denn Profit, Gehalt, Money, Money, Money ist das Einzige, was noch zählt. Mutter Erde, es tut mir so leid, in deinem wunderschönen himmlischen Gewand, in deinem Kleid, hat sich graue Schwingung gefangen und wir sind nun langsam bereit, uns zugrunde zu richten, statt unseren Geist zu lichten. Mutter Erde, Mutter Erde, Mutter Erde, es tut mir so leid. Du bist in deinem wunderschönen, energetischen Himmelskörper, Wunderlichtkleid, das jetzt leider etwas grau ansetzt und auch immer dunkler wird, weil der Mensch ja so super schlau ist
und seinen Lebensgrund zerstört. Mutter Erde, Mutter Erde, Mutter Erde, es tut mir so leid. Mutter Erde, Mutter Erde, Mutter Erde, es tut mir so leid. Mutter Erde, Mutter Erde, Mutter Erde, unsere Welt ist bereit. Wofür eigentlich? Vielleicht für Phase 0.0, Endzeit, Zerstörung, Urknall, neu, aber rückwärts. Wir zersprengen unsere Welt, weil es uns so gefällt. Wem gefällt sonst noch? Hände hoch. Wer freut sich über zerstörte Erde, zerstörte Menschheit, zerstörte Natur? Sagt's nur, sagt es nur, liebe Freunde der Nacht und des Tages. Vielleicht gibt's das ja alles bald gar nicht mehr.